Hallo liebe Retro Gaming Maniacs, Tomaniac am Start mit einer neuen Ausgabe von Freispiel bzw. Endstream Arcade Mix. Ja, ich gucke heute mal wieder in so ein paar Games rein. Einfach so nach Lust und Laune, lassen wir uns mal inspirieren und zocken mal ein kleines bisschen. Und ich würde sagen, wir blättern hier mal so ein bisschen durch das Menü und lassen uns inspirieren. Ich habe irgendwie Bock auf Shooter, wobei, ja, den gucken wir vielleicht später mal. Was haben wir denn hier noch so? Warte mal, Play Again, das hatte ich ja dann schon mal. Ah, Ghost Pilots. Vom Aussehen kommt mir das irgendwie bekannt vor. Heißt das nicht irgendwie irgendwas mit Sharks oder so? Gucken wir mal rein. Ah, das ist eine Challenge. Aha. Okay, also kann man das gar nicht ganz normal spielen in dem Moment? Ja, wenn das so ist, dann spielen wir doch hier mal eine Challenge. One chance, one life and 3 smart bombs to see how great a ghost pilot you are. Okay, ich hätte zwar gerne die Normalversion gespielt, aber wenn das so ist, gucken wir mal, wie weit wir mit einem Play Solo oder Challenge a Friend. Ich spiele jetzt gerade mal Solo. Und wir wollen die Gamepad-Tastatur sehen. Also Fire und Smart Bomb. Okay, so sieht das Ganze aus. Gut. Oh mein Gott, das kann ja was werden. Oh, das ruckelt aber. Ach du Scheiße. Wahrscheinlich sind gerade alle Leute im Netz. Man sieht das da oben rechts unter meinem Avatar. Ah, jetzt ist es gerade wieder weg. Ah, man muss immer Feuer drücken. Ich bin wahrscheinlich grottenschlecht. Ich werde wahrscheinlich gleich irgendwann eine Kugel ein. Ja, toll. Bis die Smart Bomb zündet, das dauert ja ewig. Hm. Okay. Kann ich es nochmal probieren? You achieve 5000 Points. Okay. Retry. Mal gucken, ob ich ein bisschen weiter jetzt komme. Das ja hab ich. Okay, versuchen wir nochmal. Aber das mit diesen Challenges und so hier im Endstream, das finde ich schon noch cool. Hier muss man die ganze Zeit ballern. Boah. Ich bin in sowas so schlecht, aber ich mag Shoot'em'ups. Sehen wir mal irgendwie aus der. Oh nein! Ein paar Punkte mehr als vorhin, aber trotzdem noch scheiße. Next Medal bei 12.000. Ach du Scheiße. Current Position, ja, ich habe mich ein bisschen hochgearbeitet. Komm, einen dritten Versuch geben wir uns noch, bevor uns das nächste Mal angucken. Ja, geil. Okay, nee, der zählt nicht. Komm, das geht ja gar nicht. Super. 2 Meter geflogen, tot. So habe ich jetzt nicht gedacht. Ah, komm, ein letzter Versuch. Da glüht der Ballerfinger. Ich bin so schlecht. Das raukelt hier teilweise doch ganz gut, muss ich sagen. Hier ist mir fast zu viel los. Boah. Das war einfach wieder ein kleines Wunder. Boah, die Smart Bomb braucht aber zum Auslösen ewig, vor allem schießt man die dann ja vor sich her, statt irgendwie bildschirmfüllend. Oh, da hockt es schon wieder. Das kann ein Nachteil bei Endstream Arcade sein,
Weil wenn das hier leckt, dann ist das natürlich nicht so einfach. Ah, 15.700 Points. Ach, guck mal da, das gibt noch mal ein paar Gems. Juhu! Und Experience Points. Okay, gut. Der letzte Versuch hat dann doch noch was gebracht. Gehen wir da mal raus. Ja, das andere kostet dann Games. Ne? Das muss man dann also freischalten. Und dafür hat man ja dann die Edelsteinchen, die man so mit der Zeit fürs Zocken sammelt. Ach, sieht aus, als könnte man es hier aber auch ganz normal spielen. Tatsache. Da hat man dann jetzt wahrscheinlich mehr Leben. Probieren wir das nochmal so. Nicht als Challenge. Jo, Tatsache. Aha, ah, witzig. Unser Coin. Okay. Ja, Autoplay haben wir ja schon gesehen. In die Smartphone, genau. Jetzt haben wir ja mehr als... Kann ich da die Art der Smart Bomb aussuchen? Ja, was weiß ich denn? So, jetzt starten wir mal hier ganz normal. Let's rock. Oder let's verkack. Zumindest habe ich jetzt etwas mehr Leben. Ob das hilft, ist eine andere Frage. Ich hoffe, ich kriege nachher hier Bild- und Tonsynchron zusammen. Ja, noch. Oh, was haben wir denn da? Ein Bonus. Da ist noch was. Okay, ah, der Schuss ist besser. Nice. Nur ansonsten gefällt mir das. Ich stehe auf so Shoot'em-ups. Auch wenn ich in der Regel echt schlecht da drin bin, aber ich mag das Genre. Solange es nicht so Bullet Hell ist, das kann ich nämlich erst recht nicht. Panzer auf dem Floß. So ein bisschen erinnert einen das an 1942, finde ich. Ach, das B sind die Smart Bombs. Ah. Ja, aber wie gesagt, bis die mal zünden. Oh. Ein Stern. Gibt das extra Punkte? Ich würde es ja fast haben. Oh, ich wundere mich, dass ich da jetzt nicht kaputt gegangen bin. Aber sowas wie ein Schild sieht man hier. Ah, jetzt hat es mich erwischt. Okay. Jetzt sieht man aber wenigstens mal ein bisschen was vom eigentlichen Game. Oh, die sind aber hart. Aus was sind die? Die halten ja echt was aus. Oh ja, da glüht der Bagger. Der Baggerfinger. Ja, genau. Ich bagger mich hier so durch. So das Bagger-Game, ey. Ja, man muss immer wieder draufdrücken. Man kann nicht gedrückt halten. That's the point. Oh. Last life. Na, oh. Das habe ich auch ganz schön schnell verwirkt. Oder, ah, ich habe noch ein Leben. Okay. Okay, man kann also wirklich die Art der Smart Bombs sich aussuchen. Sagen, diese bronzefarbenen Panzer sind ganz schön hart. Oh, na toll, vielen Dank. Mhm. Da oben kann ich mich eintragen, oder? Gut, soll reichen. Game over. Jetzt brauche ich erstmal ein Schlückchen hier. Bevor wir uns das nächste Game mal reinziehen. Boah, Spritz. Ah, Sauerei. So. Okay. Dann gehen wir hier mal raus. Raus. Mal sehen, was mir das gebracht hat. Oh, Platz 162. Alles klar. So.
Dann gehen wir mal in die Bibliothek zurück. Ja, was haben wir denn noch Schönes zum Ballern? Dragon Blaze hatten wir schon. Magic Miner? Ne, Manic Miner, ah ja. Plus Alpha, da haben wir doch noch was. Das sieht auch nach einem Baller-Gamechen aus. Wollen wir uns das mal anschauen. Da gibt es auch eine Challenge. Wie komme ich denn da in das Hauptmenü, in das Haupt, ups, in das Hauptgame rein? Gute Frage. Ja, sonst spielen wir doch einmal die Challenge. Play Solo. Ich habe zwar keine Ahnung. Slot Machines. Also hier ist auch Smart Bomb und Fire. Virtual Keyboard. Wozu braucht man denn das? Keine Ahnung. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie hier haben. Das ist es aber nicht. Ach, no bonus. Okay, und jetzt? Können wir jetzt mal so langsam irgendwie. Ja, was heißt das jetzt? Können wir jetzt endlich mal hier loslegen? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich hätte jetzt hier ein Baller-Game. Was ist das denn Komisches? Nee, ich verstehe das hier nicht. Ja, mein Gott. Ja, sind gleich alle Raketen weg? Ist dann Game Over? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier soll. So, now let's start. Was? Ich hätte jetzt echt gedacht, hier gibt's was. Challenge Over. Ja, und nun? Das war's jetzt? Hä? Ich hätte eigentlich gedacht, ich hätte jetzt hier ein Baller-Game gehabt plus Alpha. Das sah ja wie ein Baller-Game aus. Slot Machines. Was ist denn das Komisches? Und ich hätte jetzt wirklich gedacht, das würde sich hier. Oder war das nur ein, wie soll man sagen, so ein Zwischengame? War Smart Bomb und Fire. Also. Pff. Das war ja jetzt merkwürdig. Okay, können wir jetzt loslegen? Und mal einen Kredit hier reinschmeißen. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich habe das Gefühl, das wird so ein Bullet-Hell-Shooter sein. Ich kann den Knopf gedrückt halten. Aber ich schieße schneller, wenn ich selber ballere. Im Moment sieht es eher so ein bisschen nach einem Q-Team-Up aus. Kann man das da einsammeln? Ah ja. Jo, das ist wirklich ein Q-Team-Up, okay. Aber eins, das wohl nicht ohne ist. Aua. Ich glaube, da komme ich trotzdem nicht weit. Sammeln wir das noch mal auf. Oh. Ist das mein letztes Leben? Wie sieht denn die Smart Bomb aus? Ah, so sieht die Smart Bomb aus. Oh, toll! Da hatte ich mal was halbwegs Vernünftiges und schon sind wir weg vom Fenster. Ich würde sagen, das gucke ich mir bei. Na, nun mach doch. Oh, das geht mir ja schon auf den Sack. Wieso kannst du nicht einfach. So. Fertig. 12. Platz. Continue. Ja, schmeiß mal einen Kredit ein. So.
Probieren wir es noch einmal. Geben wir dem Game noch eine Chance. Super. Ich bin mal gespannt, was wir hier auf Endstream Arcade noch so entdecken. Da gibt's ja doch massig. Oh, und ich bin massig schlecht. Ich würde ja jetzt gerne mal ein kleines bisschen weiterkommen. Vielleicht sollte ich einfach nicht so... Oh! Sehenden Auges fliege ich in die Kacke rein, das gibt's doch nicht. Komm, da probier's jetzt noch einmal. Aller guten Dinge sind drei. Aber dann reicht's auch, ich versprech's. No! Das gibt's doch nicht. Ein Schuss auf 1000 Kilometer, wer fliegt zielsicher rein? Tomaniac. Was ist das? Ich sag ja, im Schlechtspielen bin ich Weltmeister. Das macht mir keiner nach so schnell, glaube ich. Aber ich sag ja auch immer, es geht ja hier um den Fun. So ein bisschen Ablenkung vom Alltag. Oh, es soll ja darum gehen, dass ihr mal seht, wie sehen die Games aus, wie spielen die sich, wie sind die so. Und wer Bock hat, kann das dann selber auch mal zocken. Holt euch Endstream Arcade. Kostet nichts. Und ihr seht ja, was das Geiles ist. Nur ich bin einfach zu dämlich. So, reicht jetzt. So. Platz 116, okay. Es gibt Leute, die noch schlechter spielen als ich. Gut, schön zu wissen. Ja, was haben wir denn hier noch? Spin Master. Gucken wir uns vielleicht später mal an. Metal Slug, jo. Pac-Man, Defender. Defender ist auch immer nice. Das sind alles Games mit Challenges. Was haben wir denn in der Trending-Schublade? Mortal Kombat. Oh, das sieht auch noch nach einem heftigen Shoot'em-up aus, ne? Also, wenn ich mal so richtig verkacken soll... Und ich würde sagen, wir haben heute mal so eine Shoot'em-up-Reihe. Dann bringen wir mal, ich würde sagen, als letztes für diese Ausgabe das da. Dango und Feveron. Fieber SOS, ja. Ja, Fieberwahn ist man natürlich wahrscheinlich gleich auch dann. Ich bin mal gespannt. Disco Music meets Space Shooters. Funk'em-up. Was muss ich mir darunter vorstellen? Okay, Bomb und Fire. Gut. Presented by Cave. Okay. Fighter Select, Typ A, Typ B, Typ C. Ja, ich würde sagen Typ B. Ich werde wahrscheinlich sowas von verkacken. Powerful Shot. Ich nehme die Säge. Da den Speed aussuchen? Okay, nehmen wir das. Wird wahrscheinlich so oder so. Scheißegal sein. Ich werde so schlecht sein. Upsala. Also wenn ich den Feuerbutton gedrückt halte, aha, dann kommt so eine Kettensäge hier. Nice. Und diese People da, die kann man anscheinend einsammeln. Oh, das gefällt mir. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht weit kommen werde. Aber das hat was. Das geht hier ab, voll die Feuerpeitsche. Das wird wahrscheinlich so ein Easy-to-Play, Hard-to-Master-Game sein. Ich habe das Gefühl, das ist erstmal nur zum Warmwerden und das geht gleich so richtig ab. Was habe ich gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Kann ich bitte mal nicht so gierig sein? Was die Power-Ups einsammeln hier angeht? Da muss man auch gucken, was ist Freund und was ist Feind. Na! Ihr seht schon, ich komme nachher doch wieder nicht weit. Warning! Ah.
funky. Oh, scheiße. Aber alle Waffen rein, die wir da haben. Okay. Wahrscheinlich habe ich keine Smart Bombs mehr für den nächsten Gegner. Das ist nice. Das hat auch noch coole Mucke. Also wenn man zwischendurch mal was hört, zwischen den ganzen Schussgeräuschen. Oh, da stand ich aber auch wieder ganz... Komm, einer geht noch. Ja, wir nehmen den weiter. Ja, Speed, sonst wird mir das nicht zu viel. Was ist das, Max? Max tot. Boah. Hinterher. Ich will meine Power-Ups. Ohne zu sterben, wenn es geht. Oh. Also hier hinten geht es aber dann doch schon ganz schön ab. Vergesst das, was ich vorhin gesagt habe mit Easy to Play. Oh. Schon fertig. Oh, fuck. Einer geht noch. Komm, wir probieren mal den Fighter. Alter! Hier geht was doch. Das Geile ist ja, dass man hier wirklich so die Arcade-Games vom Automaten zocken kann. Deswegen heißt ja auch Endstream Arcade. Oh. Boah, ich bin so schlecht. Aber es ist ja nichts Neues bei mir. Aber wie gesagt, ihr dürft euch gerne auch mal versuchen. Na, oh, das war nur eine Kugel an der Ecke. Ja, komm. Kein Kredit mehr nachlegen. Warte mal, bis die Zeit abgelaufen ist. Kann ich mich wenigstens irgendwo eintragen? No! Rank Normal. Mhm, okay. Ist keine Highscore-Tabelle, zumindest war ich wohl zu schlecht, um mich eintragen zu können. Ready, go! Ja, das war mal wieder eine Folge von Endstream Arcade Mix. Heute mal drei Shooter. Mal sehen, was wir uns das nächste Mal aussuchen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und habt euch hier amüsiert, wie ich abfaile. Und wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann dürft ihr mir gerne ein Like dalassen. Und ansonsten... schaut mal, was ich sonst noch hier habe und lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, ciao bis dann. Macht's gut, ihr Lieben. Bartomaniac.